Warm welcome, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch. Wir schreiben den 12. Juni 2024. Der Mond hat, während ich spreche, gerade ins Zeichen Jungfrau gewechselt. Und Jungfrau ist eigentlich eine Sache, wo man ziemlich gut Sachen auf die Reihe kriegen kann. Aber wir müssen bedenken, der Jungfrau-Mond steht dann bald in Opposition zu Saturn, also in Opposition zu den eigentlichen Strukturkräften. Der Jungfrau-Mond bekommt eine Lilith-Einfärbung, sobald er das Zeichen auch nur betritt. Der Jungfrau-Mond ist eingebunden in diese T-Quadraterei mit Zwillinge, Fische und Jungfrau, also die Qualität dessen Sache auf die Also Sachen auf die Reihe zu kriegen, das wird möglich sein, aber mit Schwierigkeiten, es läuft nicht so geschmiert, wie es vielleicht laufen sollte, verbunden sein. Wenn ihr gleichzeitig schaut, wer regiert das ganze Chart, das ist jetzt mal wieder interessant zu sehen, die Dispositorenkette. Also der Jungfrau-Mond wird regiert von Merkur. Merkur steht in den Zwillingen und ist dort Hausherr. Er steht sehr nah an der Sonne. Er ist sonnenverbrannt. Sonnenverbrannt bedeutet auch, dass es nicht so leicht ist, klare Gedanken überhaupt zu fassen. Die Sonne steht in den Zwillingen, wird auch von Merkur beherrscht. Der Mond, wie gesagt, Krebs, Jungfrau, wird von Zwillingen beherrscht. Die Venus, die Stier beherrscht und damit Uranus und Mars, steht in den Zwillingen und wird von Merkur beherrscht. Mars, der den Widder beherrscht, steht im Stier. Die Stierherrscherin Venus steht in den Zwillingen und wird von Merkur beherrscht. Und so geht es durch den ganzen Kreis. Es gibt im Augenblick nur einen einzigen Regenten der ganzen Geschichte, und das ist Merkur Hermes im Zeichen Zwillinge, im Zeichen des Wissens und im Zeichen der Information. Quecksilber, haben die Leute früher gesagt. Und der Merkur Hermes ist aber sonnenverbrannt. Das heißt, er ist zu nah an der Sonne. Das gilt so mit einem Abstand von 10 Grad. Er hat jetzt etwa 4 Grad sonnenverbrannt. Bedeutet, dass es schwierig ist, klar zu sehen. Man hat keine klaren Konturen. Es verschmilzt alles mit der Sonne, passend zum fast überall milchweißen Himmel, den sie meines Erachtens, ihr wisst schon, machen. Und das ist im Augenblick die Situation. Also man kann sagen, Jungfrau Mond, ja, krieg dein Zeug auf die Reihe. Guck, dass du Lilith irgendwie integrierst, dass also die Sachen, die nicht hundertprozentig so im Gebetsbuch stehen, um es mal so zu sagen, das ist auch möglich, die zu integrieren. Wobei Lilith in der Jungfrau, ich muss euch sagen, ihr Freundinnen von Lilith da außen und draußen oder Freunde von Lilith, ich habe so viele Sachen gesehen inzwischen jetzt mit Lilith über der Sonne, also da war das ist ein Problem. Also Lilith ist über der Sonne schlicht und ergreifend kein Spaß. Ja, die Jungfrauen haben da größte Probleme. Ein Jungfrau-Freund kann seit 3 Monaten, seitdem Lilith die Sonne besucht hat, seine Füße nicht mehr gescheit bewegen. Es gibt, also ich kann es gar nicht aufzählen, was es alles für Sachen gibt. Also diese Lilith in der Jungfrau, das ist zumindest meine Beobachtung, die macht schwierige Sachen. Andere haben Anfälle. Es gibt Attentate mit Lilith direkt über der Sonne und solche Geschichten. Also bei aller Romantik, die Lilith betreffend, liebe Freunde der Astrologie, wir müssen doch genau hingucken. Wenn ihr Jungfrau geboren seid und ihr habt positive Beispiele von Lilith über eurer Sonne, bitte runterschreiben in die Kommentare. Ich möchte gerne dazulernen und möchte meine Vorurteile gegenüber Lilith, wenn ich es denn irgendwie schaffe, abbauen. Also alles auf Merkur, bis auf einen einzigen, nämlich Neptun. Da oben auf dem letzten Grad Fische, immerhin noch auf dem letzten Grad Fischen. Neptun ist nicht Merkur regiert, denn er steht als eigener Herr im eigenen Haus, so wie Merkur eben auch als eigener Herr
im eigenen Haus steht. Und das macht eben diese Quadratur Fische, Zwillinge zu einer Aufgabe, Challenge. Ja. Wie kriegen wir das hin, zu glauben und doch Informationen zu haben? Zum Beispiel. Ich danke fürs Zuhören. Wer Lust hat, Kontakt aufzunehmen, wie immer da oben die E-Mail-Adresse, hier unten der Blog. Und nun will ich mal schauen, ich wechsle ja ständig meine Gitarren. Das hängt davon ab, wo ich mich gerade aufhalte. Lassen wir es so.